Als ich 2014 mit dem Fahrrad im Saarland entlang der französischen Grenze unterwegs war, fand ich in dieser schönen Landschaft an vielen Stellen beeindruckende Werke verschiedener Künstler. Bearbeitete Steine und monumentale Felsen säumten den Weg. Nach einer längeren Tour mit beachtlichen Steigungen der ideale Ort, eine Pause einzulegen. Neben einem etwas sonderbaren Stein hockte ich mich nieder. Es dauerte nicht lange, bis ich zur Ruhe kam und mit der Stille, die dort herrschte, eins wurde. Es war, als würde die Zeit stehen bleiben. Ich hatte einen Gedanken gerade zu Ende gedacht. Danach kam nichts. Der übliche Gedankenfluss schien unterbrochen. Ich hörte etwas. Es kam von allen Seiten. Ein Ton, ein durchgehender Ton. Es musste mit diesem Stein zu tun haben, der auf mich wirkte, als würde er mich schon die ganze Zeit beobachten. Ich hörte eine Stimme, seine Stimme, die zu mir sprach. Menschen, ihr vergänglichen Wesen aus Wasser und Kohlenstoff, ich möchte euch dringend warnen. Wenn ihr so weitermacht, wird es euch bald nicht mehr geben. Ich bin nicht das, wofür ihr mich haltet. Ein toter Stein, der nur in der Landschaft herumsteht. Das erscheint euch nur so, weil euer Bewusstsein die langsamen Zeitläufe nicht erfassen kann. Euer Leben ist so kurz, nur ein Aufblitzen in den langen Prozessen. Ich war schon da, bevor ihr auf diesen Planeten gekommen seid. Ich werde wahrscheinlich noch da sein, wenn der letzte von euch verschwindet. Ich lebe. Und ich besitze ein Bewusstsein, aber ich existiere auf einem anderen Zeitniveau. Nur eine einzige Bewegung dauert bei mir tausende von euren Jahren. Nur ein einziges Wort von mir dauert fast 500 Jahre. Ich bin besorgt darüber, wie ihr miteinander umgeht. Ihr seid Vollidioten. Ihr bringt euch gegenseitig um, nur weil ihr unterschiedliche politische Grundsätze verfolgt. Nur weil ihr unterschiedliche Hautfarben habt und nur weil ihr an unterschiedlichen Religionen glaubt. Euer Geist ist getrübt von Gier und Hass. Ihr seid so vereinnahmt von euren vorgefassten Meinungen. Jeder meint die Wahrheit zu kennen. Menschen, ihr habt doch nicht die geringste Ahnung von der Wahrheit. Die haben euch nach ihrem Vorbild erschaffen. Aber nur, weil sie billige Arbeitskräfte brauchten, als sie auf diesen Planeten kamen. Sie waren auf der Suche nach Gold und fanden es vor rund 200.000 Jahren hier auf der Erde. Es waren hochentwickelte Wesen, aber sie waren skrupellos. Sie handelten aus reiner Gier, denn sie brauchten das Gold für sich, um ihren Heimatplaneten zu retten, den Planeten Nibiru. Irgendwann verschwanden sie wieder aus dem Sonnensystem und ließen euch hier zurück. Ihr, die nur dafür erschaffen wurdet, dem Schöpfer zu dienen, den Anunnaki. Menschen, lasst euch nicht versklaven von der Programmierung, die sie in euren Genen eingepflanzt haben. Ihr seid weder Sklaven noch Sklaventreiber. Ihr habt das Potenzial zu etwas Höherem, zu etwas Göttlichem. Nutzt es.